Und wir dürfen Ihnen heute eine Bilanz ziehen über das erste Halbjahr, über die Asylantragsstatistik und auch über Außerlandesbringungen und Abschiebungen. Und wenn Sie sich zurückerinnern an das letzte Jahr, so war ziemlich zeitgenau vor einem Jahr zu sehen, dass Österreich massiv belastet war von extrem stark steigenden Asylantragszahlen. Und ich habe das damals auch damit erklärt, dass im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg des Putin auf die Ukraine die Schlepper ihr mieses Geschäft dahingehend verstärkt haben, dass sie gesagt haben, Europa ist offen, Europa ist frei, Menschen werden gesucht für die Arbeit und so, die Schlepper ihr Geschäft massiv auch verstärkt haben in diesem letzten Jahr. Und da haben wir begonnen, hier sehr konsequent auch Maßnahmen zu setzen gegen die Schlepperkriminalität und gegen den Asylmissbrauch. Denn es ist notwendig, dass wir das System schützen, damit wir es für jene nützen können, ja nützen müssen, die auch unsere Unterstützung und Hilfe brauchen, beispielsweise jene, die aus der Ukraine geflohen sind. Und wir haben derzeit aktuell rund 49.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, aus der Ukraine in der Grundversorgung auch untergebracht. Daher war es notwendig, im letzten Jahr aufgrund dieser so stark steigenden Zahlen massiv auf die Asylbremse zu steigen. Und es wurden unterschiedlichste Maßnahmen auch gesetzt. Zunächst nochmal zu den Zahlen, die wir aktuell zu verzeichnen haben im ersten Halbjahr. Wir sehen hier einen deutlichen Rückgang der Asylanträge. Beispielsweise im Monat Juni dieses Jahres haben wir praktisch eine Halbierung der Asylanträge im Vergleich zum Juni des letzten Jahres. Um 50% sind hier die Asylantragszahlen im Juni zurückgegangen auf knapp etwas über 5.000 Asylanträge. Im gesamten ersten Halbjahr haben wir einen Rückgang von knapp 30% im Vergleich zum letzten ersten Halbjahr, Jänner bis Juni. Und was auch auffallend ist bei diesen Zahlen, bei diesen deutlichen Rückgängen, ist der Vergleich im europäischen Zusammenhang, wo wir sehen, dass Nachbarländer deutlich andere Zahlen haben, nämlich deutlich steigende Zahlen auch haben. Wir haben in Deutschland eine Steigerung von 82% an Asylanträgen im ersten Halbjahr. Wir haben in Italien eine Steigerung von 63%. Auf der anderen Seite der Rückgang in Österreich bei 30%. Warum ist das so oder wie sehen wir die Erklärung? Weil wir eben auf die Asylbremse gestiegen sind und ein Bündel an Maßnahmen im letzten Jahr auch gesetzt haben. Und ich möchte die wichtigsten dieser Maßnahmen nochmal in Erinnerung rufen, auch kurz skizzieren und erklären, wo hier wir angesetzt haben, wo die Polizei und die Asylbehörden hier angesetzt haben, um diese Zahlen auch deutlich zu reduzieren. Der erste wesentliche Punkt sind konsequente Grenzkontrollen. Grenzkontrollen in unterschiedlichen Ausprägungen. Und zwar gibt es diese Grenzkontrollen auf vier Ebenen. Wir haben internationale Grenzpunktkontrollen. Das sind österreichische Polizisten, die auch international tätig sind, beispielsweise in Ungarn, Serbien oder Nordmazedonien. Das sind insgesamt 130 Polizistinnen und Polizisten, die hier tätig sind an diesen Grenzen international. Dann haben wir internationale Grenzraumkontrollen. Das ist die sogenannte Operation Fox, über die Sie auch schon des Öfteren berichtet haben, nämlich jene österreichische Beamte, die gemeinsam mit ungarischen Kollegen auf ungarischem Staatsgebiet auch Dienst tun, um in erster Linie die Schleppermafia zu bekämpfen und auch Schlepper festzunehmen. Und mehr als 70 dieser Festnahmen hat es gegeben. Also internationale Grenzpunktkontrollen, internationale Grenzraumkontrollen. Und dann kommen wir zu den nationalen Kontrollen. Das sind nationale Grenzpunktkontrollen, nämlich an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien. Und wir haben die nationalen Grenzraumkontrollen, wo wir sozusagen im Hinterland auf den sogenannten AGM-Dienststellen, das sind Ausgleichsmaßnahmen-Dienststellen, wo die sogenannte Schleierfahndung beispielsweise an der Grenze auch zu Deutschland, zur Slowakei, zu Tschechien oder zu Italien auch durchgeführt würde. Das heißt, ein umfassendes Paket im Zusammenhang mit den Grenzkontrollen. Das ist die erste zentrale wesentliche Maßnahme
gewesen, die hier gesetzt wurde und wo auch, und das sehen wir wiederum an diesen Zahlen, die Schlepper, und das sagen uns auch die Experten der Kriminalpolizei und des Menschenhandels, die Schlepper sehr rasch auf diese harten Kontrollen auch reagieren und die Routen auch entsprechend verlagern. Und Sie sehen, dass wir hier entgegen dem Trend in Europa derzeit die Zahlen auch haben. Der zweite wesentliche Punkt, den wir gesetzt haben, und das sind im Wesentlichen die Verfahren der Asylbehörde, und darauf wird die Frau Direktor auch noch näher eingehen, nämlich effiziente und schnelle Asylverfahren. Das sind schnelle Verfahren in erster Linie, die vor allem für Menschen aus Staaten sind, die praktisch keine Chance auf Asyl haben. Das sind Marokkaner beispielsweise, Menschen aus Bangladesch oder aus Indien. Und hier hat im ersten Halbjahr das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen 4.360 solcher Schnell- und Eilverfahren durchgeführt. Und wenn Menschen in diesem Schnell- und Eilverfahren negativ beschieden sind, und das wurden im ersten Halbjahr eben über 4.300, dann wird der Großteil jener, weil sie auch keine, nicht versorgt werden vom österreichischen Staat, auch hat dieses Land auch wieder verlassen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass eine sehr, sehr große Gruppe es gibt, die aufgrund ihrer geringen Chance auf einen positiven Asylbescheid sich freiwillig dem Verfahren entzieht, sogenannte Verfahrensentzieher, die freiwillig auf den Schutz in Österreich verzichten. Das sind im ersten halben Jahr etwas über 18.500 gewesen. 18.531 Personen, die sich freiwillig dem Asylverfahren im ersten Halbjahr in diesem Jahr entzogen haben. Das war der zweite Punkt. Erster Punkt die Grenzkontrollen, zweiter Punkt effiziente und schnelle Asylverfahren und der dritte Punkt sind Außerlandesbringungen bzw. Abschiebungen. Auch das ist ein absolutes Muss und Notwendigkeit. Will ein Asylsystem glaubwürdig sein, dann muss jemand, der keine Chance auf Asyl hat bzw. straffällig geworden ist, auch konsequent wieder außer Landes gebracht werden bzw. abgeschoben werden. Und hier hat das BFA, also das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, im ersten Halbjahr knapp 5.900 Menschen abgeschoben bzw. außer Landes gebracht. Die Hälfte davon freiwillig und die andere, die Hälfte zwanghaft. Also 50% wurden zwangsweise auch abgeschoben und in die Heimat bzw. in den Drittstaat auch zurückgebracht. Und diesen Weg, auch konsequent Menschen wieder außer Landes zu bringen, konsequent abzuschieben, den werden wir sehr konsequent auch weiterverfolgen, weil es entscheidend ist, und da wiederhole ich mich, aber weil es so wichtig ist, für ein glaubwürdiges Asylsystem. Das heißt, wenn jemand kein Recht auf Asyl hat, dann muss er dieses Land auch wieder verlassen, weil wir sonst, und das ist so entscheidend, das Geschäft der Schlepper letztendlich auch machen. Das heißt, legale Zuwanderung über die Rot-Weiß-Rot-Karte, aber harter und konsequenter Kampf gegen die Schlepperkriminalität steht hier klar im Fokus. Das war der dritte Bereich, also Grenzkontrollen, schnelle und effiziente Asylverfahren, Abschiebungen. Und der vierte Bereich, und das ist auch ein entscheidender gewesen und sieht man auch in den aktuellen Zahlen, das sind die internationalen Initiativen, die hier gestartet wurden, vor allem vom Bundeskanzler Karl Nehammer, wo er hier gerade gegen Ende letzten Jahres massiven Druck auf Serbien gemacht hat, nämlich die Visapolitik zu ändern. Hier wurde Anfang Oktober vereinbart, dass hier die Visapolitik für indische und tunesische Staatsbürger, die über Serbien nach Europa eingereist sind, geändert werden, nämlich dass die Visafreiheit endet. Und mit 20. November letzten Jahres hat das für tunesische Staatsbürger eben geändert und mit Jahreswechsel für Indien, sodass wir jetzt einen deutlichen Rückgang im niedrigen, einstelligen, zweistelligen Bereich sehen, insgesamt was Asylanträge aus Tunesien und Indien sind, weil eben diese Menschen aus diesen Ländern nicht mehr visafrei über Serbien, über Belgrad letztendlich einreisen können. Das heißt, dieser Druck, dieser bilaterale Kontakt, aber auch gleichzeitig dieser Druck hat sich hier ausgezahlt und zeigt, dass wir hier deutlich reduzierte Zahlen haben. Und wenn Sie diese Zahlen, und ich habe sehr viele Zahlen genannt, ich bitte darum Verständnis dafür, aber es ist eben auch eine Zahlenbilanz letztendlich, die wir an diesem Tag hier legen, eine Halbjahresbilanz, dann kann gesagt werden oder kann oder muss zusammengefasst gesagt werden, dass wir im ersten Halbjahr haben mehr Asylantragsteller Österreich verlassen, als neue Asylanträge gestellt worden sind.
Das ist eine entscheidende, wichtige Bilanz für die Behörden, die hier gut und konsequent gearbeitet haben. Wie komme ich zu diesen Zahlen, wenn Sie die Verfahrensentzieher, das sind rund 18.500, jene Menschen, die im Eil- und Schnellverfahren negativ beschieden worden sind, das sind rund 3.600, die Abschiebungen, das sind rund 5.900, so sind das insgesamt 28.000 Menschen, die Österreich wieder verlassen haben als Asylantragsteller. Auf der einen anderen Seite haben wir knapp 23.000 Asylanträge gehabt. Das heißt, das ist ein klarer negativer Saldo. Mehr Asylantragsteller haben Österreich verlassen, als letztendlich neue Asylanträge gestellt werden. Es ist auch wichtig, klar zu skizzieren, dass diese Maßnahmen greifen, damit wir eben nicht das Geschäft der Schlepper machen. Zusammengefasst, das ist eine gute Bilanz, das ist eine positive Bilanz, aber kein Grund zum Jubeln, sondern ein Auftrag, hart in dieser Richtung auch weiterzuarbeiten, nämlich ganz konsequent auf die Asylbremse zu steigen. National, wie wir das getan haben, aber auch international werden wir weiter darauf drängen, dass auch Maßnahmen gesetzt werden. Ich habe die Zahlen aus Deutschland genannt. Ich habe die Zahlen aus Italien genannt. Das heißt, wir brauchen hier in vielen Bereichen auch ein Umdenken auf europäischer Ebene. Und hier ist etwas gelungen am 8. Juni mit dem Beschluss der Innenminister. Aber da werden wir sehr konsequent darauf drängen, dass das auch jetzt zur Umsetzung kommt, nämlich die Verfahren an den Außengrenzen, die Zusammenarbeit mit sicheren Drittstaaten letztendlich, damit sich Menschen das gar nicht auf den Tod, auf zu Tod bringenden Weg über das Meer auch machen und auch Investitionen in den EU-Außengrenzschutz. Auch das ist ganz, ganz entscheidend, dass der Druck insgesamt weniger wird und dass eben Menschen sehen, die sich in die Hand von Schlepper begeben, dass das der falsche Weg ist, nämlich der sehr oft todbringende Weg ist. Und daher werden wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, sehr konsequent fortsetzen, weil es einfach notwendig ist, dass dieses System glaubwürdig und gerecht bleibt. Vielen Dank. Von einer guten und positiven Bilanz, bei der aber kein Grund zum Jubel gegeben sei, spricht Innenminister Gerhard Kahner anlässlich der Präsentation der Asylanträge für das erste Halbjahr 2023. Die Asylanträge in Österreich, die gehen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum doch deutlich zurück. Alleine wenn wir einen Blick werfen in den Juni dieses Jahres, da hatten 5.002 Menschen Asyl in Österreich beantragt. Im Jahr zuvor, also 2022, waren es noch 9.733, also das ist fast ein Rückgang von fast 50%. Wenn wir einen Blick werfen auf die auf das gesamte erste Halbjahr 2023 sehen wir, waren es 22.990 Menschen. Im Vergleich im Jahr zuvor waren es 32.351. Auch das ist ein Rückgang und zwar von 29%. Für Gerhard Kahner gibt es mehrere Punkte, die dafür ausschlaggebend sind. Zunächst einmal, dass es hier schnellere Asylverfahren gebe. Es gebe internationale Grenzpunktkontrollen und Grenzraumkontrollen, vor allem auch in Ungarn und in Moldau. Zudem gäbe es auch schnellere Außerlandesbringungen, also Abschiebungen. Es gibt hier auch nicht mehr die Visa für Serbien aus einigen Ländern, beispielsweise Indien und Tunesien. Und auch Rückkehrabkommen wie beispielsweise mit Marokko und auch Indien wurden beschlossen. Und das seien die Gründe, dass die Zahlen hier auch zurückgehen in den vergangenen Monaten. Grund zum Jubel ist nicht angesagt, sagt Gerhard Kahner. Die Thematik sei hier viel zu ernst, natürlich auch sehr komplex. Man versuche hier das Beste zu machen. Kritik hat es vorab schon gegeben von der FPÖ in Person von Generalsekretär Schnedlitz, der meint, dass bei 23.000 Asylanträgen hier ja keine Jubelstimmung aufkommen könnte. Kahner wiederum verweist auf den ehemaligen Innenminister Kickl, sagt, bei ihm waren es rund 25.000 Personen in der Grundversorgung. Aktuell sind es 4.000 weniger und Schnedlitz solle sich lieber an seinen eigenen Parteichef richten.